Hallo, da bin ich auch schon wieder. Zum Wasserfasten. Ich guck gerade mit dem Bild, ob man das irgendwie. Das sieht irgendwie ziemlich schrecklich aus. Ich versuche demnächst wieder mit meiner Handykamera aufzunehmen. Besonders wegen dem Ton aber auch. Also zu meinem Wasserfasten. Das habe ich nach 3,5 Tagen, nach 3,5 Tagen abgebrochen. Und der Grund dafür ist, ich habe während der 3 Tage jeden Tag Sport gemacht. Natürlich konnte ich das nicht intensiv betreiben, das hat man deutlich gemerkt. Besonders am dritten Tag, da hat allein die Langhantelstange ohne Gewichte sich schon schwer angefühlt. Aber ich hatte dann Muskelkater von noch nicht mal wirklich hartem Training. Und der Muskelkater ging dann wirklich diese ganzen 3 Tage, beziehungsweise die 2 darauffolgenden Tage, kein bisschen weg. Und insgesamt wurde die Situation immer schlimmer, dass ich mich immer weniger bewegen konnte, ohne dass es irgendwie anstrengend war. Und hat dann auch gemerkt in der rechten Wade, dass da sich ein Krampf anbahnt und die ganzen Nerven total feuern. Und hat sich auch so angefühlt, als ob das nicht weggehen könnte, je länger ich einfach nur noch warte, dass das die ganze Zeit immer nur schlimmer und schlimmer wird und ich mich auch nicht mehr ohne Anstrengung bewegen konnte. Und das fand ich dann einfach zu krass. Also das war auf jeden Fall der Fehler, dass ich da Sport gemacht habe während des Wasserfastens. Ich dachte, so ein bisschen geht halt trotzdem immer, aber es war dann doch schon zu viel wegen dem Muskelkater. Und deswegen, also die 3,5 Tage haben mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht trotzdem. Und war es auf jeden Fall wert, aber das ist halt auch so ein Grund, warum ich Wasserfasten nicht empfehle und warum das eigentlich auch nichts für mich ist, also nichts auf Dauer in meiner jetzigen Vergiftungsstufe noch. Da ist die Rückvergiftung einfach noch zu stark, dass der Körper dann so belastet ist davon, dass er sich gar nicht drum kümmern kann, den Muskelkater zu reparieren, sage ich mal, oder zu bearbeiten. Deswegen muss ich dann noch warten sozusagen und weiter voranschreiten auf meinem Reinigungsweg, um längeres Wasserfasten durchführen zu können. Und dann hatte ich halt wirklich an dem Abend Trauben gegessen, ich glaube 500 Gramm, ein Pfund Trauben, dunkle Trauben. Und dann wurde der Muskelkater sogar instant besser, also natürlich nicht sofort weg, aber er wird richtig schnell besser, es wird alles sehr, 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 sehr viel besser. Und ich habe halt auch wirklich auch die 500 Gramm gegessen, also keinen sanften Aufbautag oder sowas gemacht, was man nach Arnold Ehret auch nicht machen sollte. Und man viel Obst essen sollte sofort, um einen Durchfall zu bewirken. Und das hat auch wirklich geklappt. Ich hatte einen Durchfall gehabt, kam natürlich fast nichts raus, aber es kam halt eine richtig, richtig dunkelbraune Suppe raus mit einigen Fitzelchen. Also kam auf jeden Fall ordentlich was raus, was raus sollte, hatte ich das Gefühl. Und das hat ziemlich gut geklappt mit dem Durchfall generieren. Und am nächsten Tag war es dann so, da musste ich halt, war ich halt wie gesagt von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends eigentlich nonstop im Auto am Sitzen und wollte oder musste helfen, einen schweren Ofen zu transportieren. Da waren wir in Bayern und in Frankfurt auch noch, also Würzburg und Frankfurt jeweils. Ist um 10 Stunden gedauert und da habe ich mir dann 3 Bananen mitgenommen und eine Tomate, weil ich hätte einfach verpennt. Ich habe nur 1 Stunde geschlafen gehabt und habe die dann einfach noch schnell mitgenommen und musste dann auch schon los. Ich konnte mir da also keinen Saft machen, weil ich wollte dieses Fasten jetzt trotzdem weiterführen, weil das insgesamt trotzdem so gut lief. Nur dass ich halt zwischendurch mal ein bisschen was ins System geben muss, um die Rückvergiftung abzulindern, damit es halt wieder weitergeht, sozusagen, damit man das System wieder zum Laufen bringt einfach. Und dann kann man halt weiter fasten. Ja, also hatte ich dann halt keinen Saft, sondern halt feste Nahrung, habe dann aber nur diese 3 Bananen gegessen, die waren aber leider noch nicht wirklich reif.
Also die waren ganz, ganz kurz davor, reif zu sein, sage ich mal so. Aber es war schon okay, also an der Grenze von okay, sage ich mal so. Auf jeden Fall haben wir die drei Bananen erstmal so gereicht eigentlich. Aber auf dem Rückweg, die letzten 2, 3 Stunden, habe ich schon gemerkt, dass der Muskelkater wieder schlimmer wurde irgendwie. Ich glaube sogar an einer anderen Stelle in den Schultern, und die Energie immer weiter sank und ich total müde war, weil ich halt nur 1 Stunde geschlafen hatte. Und habe ich mich halt wieder versucht, den höheren Energien zu öffnen. Das hat wunderbar geklappt, muss ich sagen. Richtig gut, richtig geil eigentlich. Ich hatte sofort wieder Energie. Ich musste dann halt wirklich das die ganze Zeit durch eine Meditation aufrechterhalten, sonst hat das irgendwie nicht funktioniert. Der Muskelkater wurde auch wieder besser, meine Arme waren nicht mehr so schwer und hatte dann auch gar keinen Hunger mehr plötzlich. Also ich habe mich genährt gefühlt. War aber wieder richtig anstrengend, um zu switchen. Das ist immer richtig anstrengend, finde ich. Und auch dann dabei zu bleiben, das erfordert schon eine hohe Meditation, sage ich mal so. Und zu Hause angekommen, hatte ich dann auch keinen Hunger und habe dann, obwohl das schon eine psychische starke Geduldsprobe war, 10 Stunden lang im Auto zu sitzen und dann noch ja 1 Stunde nur geschlafen zu haben, so wenig zu essen. Ja, das war schon eine krasse Geduldsprobe eigentlich. Trotzdem, als wir zu Hause angekommen waren, habe ich gesagt, ne, ich muss Disziplin üben. Ich will jetzt weiterkommen. Ich will was durchziehen, ich will es schaffen und habe dann auch sogar noch Sport gemacht. Und es ging richtig, richtig gut, richtig gut. Also einen Tag vorher beim Wasserfasten ging halt wirklich fast gar nichts. Aber jetzt ging es dann wirklich richtig gut. Ich habe mich auch richtig, richtig gut gefühlt. Ja. Also was ich dann halt faszinierend finde, ist, dass dann diese 3 Bananen gereicht haben. Also bei dem Wasserfasten war es halt so, dass ich halt fast gar keinen Sport machen konnte. Es hat sich richtig anstrengend angefühlt, also nur mit der Langhantel, und mir war wirklich so schwindelig die ganze Zeit und der Blutdruck und Puls waren immer dauerhaft erhöht und nur mit der Langhantelstange, Bizeps Curls war schon richtig anstrengend, obwohl ich das normalerweise mit 40 Kilo mache oder sogar mit 50 teilweise, und die Stange hat halt nur 10 Kilo. Und jetzt ging es halt wirklich richtig gut, dass ich dann auch vorgebeugtes Rudern und sowas machen konnte. Mit ziemlich viel Wiederholung. Das hat mich extrem begeistert, dass so wenig Essen das System dann sozusagen so anfeuert, dass das dann wieder funktioniert, dass die Rückvergiftung gestoppt wird oder stark verlangsamt, vermindert wird. Und man dann wirklich wieder viel Zeit und Energie hat, dann irgendwas zu machen. Und deswegen finde ich halt auch Saftfasten viel effektiver. Ich will halt keine feste Nahrung unbedingt zu mir nehmen, weil die halt auch wieder raus muss. Und damit der Darm eine gute Verdauung hat, müsste man eigentlich mehr essen. Wegen den Ballaststoffen allein schon. Und wenn ich das halt nicht tue, also nur 3 Bananen zum Beispiel am Tag esse, dann kommen die halt nicht wieder schnell genug raus. Und ich will auch nicht jeden Tag einen Einlauf machen dafür. Und deswegen finde ich halt Säfte noch idealer. Und deswegen habe ich jetzt mehrere Challenges anzukündigen. Die erste Challenge ist, ich will jetzt Frutarier werden. Ich habe keine Lust mehr zu warten, ehrlich gesagt. So ist, dass ich jetzt noch 3 Salate irgendwie drin habe im Kühlschrank. Ich denke mal, ich würde das so machen, wenn die Bananen hier reif sind. Ja, muss ich mal in mich reinhorchen, sage ich mal so, ob ich das mit Salat in einen Smoothie mache. Salat ist halt nicht wirklich das Schlimmste, was größtenteils Wasser ist. Da werde ich mal gucken. Auf jeden Fall spätestens nach dem Salat keine Frage mehr darstellt. Also stellt sozusagen eine Frage, finde ich da, ist auch egal. Dann werde ich den Frutariatum ausprobieren, beziehungsweise durchziehen, und werde natürlich dann auch ab und zu berichten, jetzt also nicht alle 2 Tage oder so, sondern vielleicht mal nach einer Woche und vielleicht noch eine Woche.
Ja, so jede Woche einmal oder sowas finde ich eigentlich ganz gut, wie es mir damit so ergeht, weil ich fühle mich mittlerweile schon so gereinigt, dass ich mir das zutraue, auch wenn es halt deutlich, deutlich anstrengender ist, als wenn ich einen langsameren Weg gehen würde, das roh vegane, wo ich jetzt erstmal eine reine Rohkoststufe machen könnte, also nur Obst und Gemüse. Das wäre auf jeden Fall was, aber ich will das halt wirklich nur angehen. Die zweite Challenge ist eigentlich, dass ich eigentlich sogar schon Liquidarier werden möchte oder sein möchte. Und aber ich werde da halt so den Spielraum halt mit einbauen. Also die erste Priorität ist wirklich, also es erfordert wirklich in meinem jetzigen Reinigungszustand noch sehr viel Disziplin. Habe ich auch gemerkt, aber ich weiß, dass ich das schaffen kann und ich bin da höchst motiviert und momentan bin ich auch wirklich ziemlich diszipliniert und möchte auch endlich mal aus dem Quark kommen. Ja, also Liquidaria, das habe ich mir so vorgestellt, dass ich halt jetzt wirklich nur noch einmal am Tag einen Saft, einen verdünnten Saft trinke, zu 75% verdünnt. Und mir wirklich richtig viel Zeit lasse, ihn zu trinken, so eine Dreiviertelstunde. Dass ich mich richtig drauf konzentrieren kann und richtig bewusst das aufnehmen kann. Und wenn ich das halt nicht auf Dauer irgendwie durchziehe, dann ist es zumindest ein Saftfasten. Also das ist jetzt zumindest ein Saftfasten mit nur 200 bis 500 Kalorien am Tag. Aus dem Grund halt, weil halt Wasserfasten zu krass ist und in meinen Augen auch nicht unbedingt nötig ist für die allermeisten Leute. Vielleicht in einem sehr, 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 sehr fortgeschrittenen Reinigungszustand. Ich möchte es halt so machen, dass ich halt morgens erstmal 5 bis 6 Stunden nichts konsumiere, vielleicht ein bisschen Wasser halt. Gefiltertes Wasser. Ich habe gestern noch übrigens nur 4 Schluck Wasser getrunken und kam super klar trotzdem. Auch mit dem Sport dann noch, wo ich natürlich wieder nicht geschwitzt habe. Also 5 bis 6 Stunden morgens erstmal nichts konsumieren, außer vielleicht Wasser. Und ja, Wasser ist eigentlich noch ziemlich wichtig zum Entgiften. Und werde währenddessen halt schon Bewegung einbauen oder mich bewegen oder irgendwelche Dinge erledigen und so weiter. Weil ich da auch mittlerweile endlich mal mehr machen möchte, wieder und nicht so viel am PC hängen will. In die PC-Zeit will ich eigentlich so auf 2 Stunden am Tag maximal 3 Stunden reduzieren. Das ist für meine Verhältnisse schon wenig. Deswegen setze ich da erstmal so ein Ziel an, weil ich jetzt erstmal andere Prioritäten habe. Und die erste Priorität ist wirklich Sport jetzt wieder. Mittags, also dann, wenn es zu krass wird und ich irgendwie die Meditation oder sowas nicht weiter aufrecht erhalten kann, was ich aber nicht glaube, weil ich da sehr viel Disziplin jetzt aufwenden werde, aber wenn die Rückvergiftung zu stark wird, dass ich halt keinen Sport mehr machen kann oder mich gar nicht mehr bewegen kann oder sowas, dann werde ich mir halt so einen verdünnten Saft machen. Die Saftmenge ist da variabel und in erster Linie ein Obstsaft, ein Fruchtsaft, ein frischen natürlich. Und gucken, ob wie sehr sich das dann alles bessert. Und dann werde ich halt danach die ja noch eine ausgedehnte oder und intensive Sporteinheit absolvieren. Und ja, und wenn ich absolviert habe, dann ist der Tag fast schon zu Ende. Da habe ich dann gestern trotzdem noch Trauben gegessen gehabt und 2 Bananen. Weil ich dachte, ja, stoppst du die Rückvergiftung jetzt nochmal, kannst du danach nochmal Sport machen. Aber danach bin ich eingepennt, weil ich hätte halt wirklich nur eine Stunde geschlafen. Das habe ich jetzt dann halt wirklich leider umsonst gegessen. Deswegen werde ich das so machen, dass ich das dann akzeptiere, dass ich halt morgens Bewegung drin habe und alles so mache, was ich machen will. Mittags dann den verdünnten Saft trinke, je nachdem, wann ich halt das Gefühl habe, dass ich das brauche. Und
Nachmittags bis abends werde ich dann halt eine ausgedehnte und oder intensive Sporteinheit machen, vielleicht auch zwei, und dann werde ich den Tag abschließen. Das heißt, ich werde dann die Rückvergiftung oder die Entgiftung allgemein laufen lassen, in Anführungszeichen. Ich werde dann nichts mehr konsumieren, nichts mehr essen, und dass dann sozusagen die Entgiftung nochmals stark angetrieben wird, genauso wie am Morgen, wo ich dann 5 Stunden, 6 Stunden nichts esse. Also ich morgens dann halt eine lange Zeit habe, wo ich entgifte, mittags entgifte ich dann nochmal stark durch den Sport und abends entgifte ich dann nochmal stark. Das ist so der Plan, das ist für mich so das Effizienteste, was ich mir vorstellen kann eigentlich, dass ich halt dann die Rückvergiftung stoppe, damit ich dann halt Sport machen kann, dadurch dann nochmal mehr entgiften kann und danach wieder nichts konsumiere. Und das ist jetzt so mein Ziel, und das will ich jetzt auch eigentlich langfristig bis zu meinem Lebensende so durchführen. Oder aber, dass ich irgendwann halt es schaffe, gar nichts mehr zu konsumieren. Aber da muss ich dann noch Erfahrung mitmachen, wie das so ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall ist dieses Liquidaria mit einem Saft am Tag trinken jetzt mein Ziel, und ich werde all meinen Fokus und all meine Disziplinen darauf lenken. Ich will nur noch eine Sache gleichzeitig machen. Ich werde alles andere ablegen und so weiter, außer den Sport natürlich. Das hängt halt für mich damit zusammen. Ansonsten werde ich alles aus meinem Fokus löschen sozusagen, weil ich das alles für unwichtiger halte, auch wenn es nicht maßgeblich unwichtig jetzt ist. Und die dritte Challenge ist dann wirklich halt wieder sehr viel und intensiven Sport zu machen. Das macht mich einfach so extrem glücklich, weil mir das so viel bringt. Das habe ich gestern wieder gemerkt. Und ich werde da wirklich in erster Linie Fitness machen und Kung Fu. Also Kung Fu nicht unbedingt jetzt diese Kampfsportart, sondern eigentlich die Mentalität davon, dass man halt wirklich richtig, richtig hart trainiert und dann auch, ja, dass ich zum Beispiel weniger Gewicht nehme, aber dann sehr, 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 sehr viele Wiederholungen mache. So 40, 50, 60 Wiederholungen. So 30 bis 60. Dass ich das ab und zu auch mache. Aber vor allen Dingen halt Fitness und halt, um meine Willensstärke zu verbessern, zu trainieren. Das ist so mein Ziel halt. Also Sport ist für mich eigentlich in erster Linie was Geistiges. Das ist für mich Meditation. Und in allererster Linie wirklich meine Willenskraft zu stärken. Und das hilft mir auf jeden Fall sowas von enorm, auch halt bei solchen Dingen wie vegan werden, Rohkost werden und jetzt dann nur noch einmal am Tag was im verdünnten Saft trinken. Ich will auf jeden Fall nicht mehr abhängig sein von Materie. Auch wenn Materie sowieso nur Energie ist. Aber ich möchte so wenig wie möglich mein System mit externen vollstopfen und mich ja dann Kapazitäten einfach freigeben für Tätigkeiten, also für Produktives und so weiter. Das ist auf jeden Fall so mein Ziel. Ich habe auch keine Lust mehr, ständig daran zu denken, was ich jetzt als nächstes esse und so weiter. Dann weiß ich einfach, aha, ich trinke nur einmal einen Saft am Tag, und das ist auch nur zur Unterstützung, und ich nähere mich eigentlich von anderen Dingen wie Bewegung, Sport und so weiter. Ja. Das ist mir auf jeden Fall ein krasses Anliegen. Ich hab echt langsam keine Geduld mehr. Ich warte schon so lange sozusagen, bis ich einen Lifestyle finde, der mit mir so stark resoniert wie dieser ja, Prana Lifestyle. Das kann man dann im Prinzip schon Prana nennen. Ja, den Rest, den ich jetzt so sagen könnte, das kommt dann wahrscheinlich in einem anderen Video. Ich will das jetzt nicht wieder in die Länge ziehen hier. Unter 20 Minuten halten. Habe ich sonst noch was zu sagen? Laufen, aber auch, ich würde wahrscheinlich auch viel Krafttraining machen, aber dann halt wirklich nur so Fitness-Sachen. Und eine gesteigerte Fitness kann mir natürlich halt auch beim Laufen sehr gut helfen. Also ich habe jetzt hier total Bock auf Fitness, sage ich mal so. Also ich finde es deswegen auch geil mit dem wenig esse, weil je weniger esse, desto ja, ich fühle mich einfach viel besser. Das habe ich eigentlich auch schon mein halbes Leben so gemerkt. Ich muss dann mich zwar sozusagen für höhere Energien öffnen, aber genau das ist ja auch das, was ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe und will, dass ich einfach selbsterhaltend bin, dass ich
ja, eine krasse Meditation sozusagen aufrechterhalte, die krass viel Disziplin braucht und das war auch mein Ziel mit dem Sport eigentlich. Und dass ich dann halt nicht mal abhängig bin von anderen Sachen und die ganze Zeit einfach energetisch bin, die ganze Zeit Energie habe und viel Sport machen kann, viel andere Dinge machen kann, mich die ganze Zeit gut fühle und es ja nicht so ein Chaos gibt einfach. Ich weiß dann einfach, es ist eine gleichbleibende Energie die ganze Zeit und ich kann mich darauf verlassen und dass diese Stabilität einfach, die es gibt. Es gibt paradoxerweise eine krasse Erdung. Also das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Stabilität und man fällt dann auch nicht zurück. Ich esse mal hier noch ein bisschen mehr und davon noch was, weil man genau einen klaren Weg hat, einen disziplinierten Weg. Und das ist es eigentlich, was ich auch suche. Auch schon sehr lange suche. Man kann das auch mit anderen Wegen machen, aber die sind mir persönlich, also für mich selber, nur für mich selber nicht konsequent genug oder nicht. Ja, die resonieren mit mir nicht so sehr, als dass ich mich darauf festlegen wollte. Ich habe mich bisher noch nie auf eine Ernährung festgelegt. Es war immer eine Entwicklung. Und das ist jetzt wirklich was, worauf ich mich festlege. Und das will ich dann jetzt auch wirklich schaffen und durchziehen. Und deswegen kündige ich das hier auch an in der Hoffnung, dass ich das dann ja noch besser durchziehen kann. Und werde dann davon berichten. Also momentan sieht es mit dem Obst nicht ganz so gut aus. Ich habe jetzt halt wirklich, wie gesagt, gar kein Geld, aber das ist dann halt kein Problem. Dann entgifte ich halt mal ein bisschen mehr sozusagen und kann halt nicht so viel Sport machen, wenn ich nichts zu essen habe. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie klappen. Und das ist wirklich halt echt faszinierend, echt krass, dass ich dann wieder so krass viel Sport machen kann, wenn ich ja nur einen Saft trinke einfach. Im Gegensatz zu, wenn ich gar nichts konsumieren würde, außer Wasser, dass ich da fast nichts machen kann, trinke ich so ein bisschen Saft, so 200 Kalorien, und dann kann ich krass abgehen wieder. Das finde ich richtig faszinierend. Und sogar mehr, als wenn ich noch mehr essen würde, kann ich da abgehen. Ja, ich bin gespannt auf meine weiteren Erfahrungen. Und ich werde jetzt, keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Ich glaube, ich meditiere einfach weiter und mache mir Gedanken. Ich meditiere eigentlich fast den ganzen Tag, ohne das wirklich so bewusst zu machen, aber ich achte immer auf meine Gedanken und will die immer in höhere Regionen bringen und da auch halten. Also, dass ich nicht zurückfalle. Das ist eigentlich so den ganzen Tag eigentlich meine Meditation, dass ich nicht zurückfalle und mir Disziplin aneigne und den Kanal zu den höheren Energien aufrechterhalte. Also ich merke es halt wirklich, wenn ich zurückfalle, dann kriege ich total Hunger auf jeden Scheiß und wenn ich mich dann halt wieder öffne sozusagen, ich weiß jetzt keinen anderen Brief dafür, dann ist der Hunger so ganz plötzlich komplett weg. Und weil ich das weiß, dass das möglich ist, ja, fällt es mir dann auch immer einfacher, dann umzuswitchen in diesen Zustand. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass das möglich ist insgesamt mit dem Frutaria, Liquidaria, also wenn es halt wirklich keine andere Möglichkeit gibt und ich es halt für sinnvoll achte in Einzelfällen, wo ich dann halt irgendwie kein Obst habe, was ich entsaften kann oder was weiß ich, dann habe ich immer noch meine Backup-Bananen und dann werde ich dann auf jeden Fall ein, zwei, drei Bananen, so drei Bananen essen, um die Rückvergiftung im Schach zu halten, um dann Sport zu machen. Es ist alles wirklich, um meinen Sport sozusagen zu unterstützen, weil das für mich der Sport halt wirklich auch eine richtig krasse Meditation ist, Entgiftung ist. Das ist für mich so die krasseste Meditation. So krass kann ich meine Gedanken durch rumliegen und nichts machen gar nicht fokussieren und ja in höhere Regionen bringen als beim Sport, wo es so richtig anstrengend ist, wo ich mich zwingen muss, in höhere Regionen zu kommen, weil ich sonst diese mein sonst nicht zu 100% das Potenzial während einer Übung ausschöpfen kann. Das ist halt schon immer mein Ziel gewesen. Ich will mich maximal anstrengen können, maximal was leisten können, in jedem Satz, zumindest dann, wenn es sinnvoll ist und mich nicht einfach nur zerstört. Und dafür muss ich zwangsweise und dauerhaft für ungefähr eine Stunde Training in diesen höchsten Regionen sein, um das durchhalten zu können. Deswegen ist das für mich so eine krasse Meditation einfach.
Und auch beim Laufen genauso. Und deswegen ist das für mich das Wichtigste. Das ist für mich halt wegen dem geistigen Benefit sozusagen. Und das will ich halt noch unterstützen dann mit diesem Lifestyle. Ja, bis dann.